Hallöchen, hier ist Katrin, beziehungsweise auf Twitch kennt man mich als Avienna oder auch vor Vienna, dadurch, dass ich mein A als 4 geschrieben habe. Aber ja gut, Namenssachen beiseite. Dieses Video wird einmal ohne Selfie sein. Und zwar möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr diesen Honor Award als Lambo herstellen könnt. Und zwar ist das natürlich eine Lampe, natürlich muss da auch Licht angehen und das könnt ihr alles dann mit der Fernbedienung machen. Ihr könnt die Farbe wechseln, wie auch immer ihr das möchtet. Wenn ihr jetzt euch fragt, aber was brauche ich denn dazu, das Ganze erkläre ich euch natürlich gleich. Und ich habe auch alle Links zu den Sachen, die ihr kaufen müsstet, unten in der Beschreibung. Also wer sich ranwagen möchte, einmal die Beschreibung öffnen, da stehen alle Links für euch. Natürlich müsst ihr jetzt auch keine Angst davor haben, das ist vielleicht total schwer zu machen oder ich habe zwei linke Hände, ich kann das nicht. Ich bin selbst auch tatsächlich relativ tollpatschig, also ich glaube, man sieht auch im Video, dass ich ein, zwei Mal den Pinsel fallen lasse und deswegen ein paar Sachen ausbessern muss. Das passiert selbst mir. Hab da keine Angst vor. Ich habe das Video relativ simpel gehalten, also ihr solltet das alles hinkriegen können. Mit viel Geduld und natürlich, wenn ihr das machen wollt. Ich würde mich super dolle darüber freuen, dass wenn ihr sagt, hey, ich mache das jetzt selbst und wenn ihr dann fertig seid und es gefällt euch, dass ihr ein Foto davon macht und das Ganze auf Instagram oder auf Twitter, wo auch immer ihr möchtet, hochladet und gerade eventuell Players Hub oder Selfie oder mich drauf verlinkt, damit ich das sehen kann. Darüber würde ich mich sehr, sehr dolle freuen. Für die Leute, die trotzdem immer noch sagen, hey, ich krieg das nicht hin, aber ich hätte total gerne einen, für die gibt es natürlich auch in diesem Video tatsächlich ein kleines Giveaway. Und zwar werde ich genau diesen Award hier, ich zeige ihn euch mal, so, ich zeige ihn euch auch mal mit Licht, mal in Blau bitte. So sieht der Ganze aus. Genau den wird es zu gewinnen geben. Und zwar, um da mitzumachen, schreibt bitte einmal unten in die Kommentare einfach mal ein kleines Feedback zum Video. Vielleicht, wenn ihr sagt, hey, ich fand das total super, dann schreibt einfach nur, hey, mir hat das Video gefallen. Oder wenn ihr euch irgendwas nicht gefällt, wie gesagt, immer konstruktive Kritik ist besser für mich, damit ich was ändern kann. Wenn ihr sagt, hey, du warst vielleicht zu leise oder was auch immer, was euch nicht gefallen hat, schreibt es einfach unten rein. Und auch bitte so formulieren, dass ich auch was ändern kann. Also nicht gerade schreiben, mir gefällt deine Nase nicht. Eine Nasen-OP habe ich jetzt vielleicht nicht vor. Aber ja, einfach runterschreiben in die Kommentare. Und dazu, wenn ihr beim Gewinnspiel wirklich mitmachen wollt, einfach mal Hashtag Honorwort dazu schreiben. Denn es gibt vielleicht ein, zwei Leute, die sagen, ich möchte da nicht mitmachen. Denn ich möchte meine Adresse am Ende nicht rausgeben müssen, damit wir euch den Award auch schicken können. Und wäre ja schade, wenn dann doch jemand gewinnt, der sich dann irgendwie nicht zurückmeldet. Dementsprechend schreibt das einfach dazu, dann wissen wir Bescheid. Wissen wir Bescheid? Ist das richtig? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall. Ja, dazu noch zu sagen, natürlich zu der Kritik, wenn ihr auch nicht mitmachen wollt, ich würde mich unglaublich drüber freuen, wenn ihr einfach sagt, wie ihr das Video fandet. Ich werde mir alles dadurch lesen. Ich will natürlich auch, dass ihr die bestmöglichen Videos dafür bekommt. Ich werde in Zukunft auch mehr Crafting-Zeug machen, auch was mit Make-up oder irgendwie irgendwas nähen in Sachen Flüchtiere. So ein Tibbers oder sowas. Ich habe natürlich mir auch schon eine Liste gemacht, was ich machen möchte. Aber an der Stelle auch nochmal an euch, wenn ihr sagt, hey Katrin, mach doch mal bitte eine Draven-Axt, weil ich unglaublicher Draven-Main bin und ich mir eine selbst bauen möchte und diese in meinem Wohnzimmer an die Wand hängen möchte, dann könnt ihr das natürlich auch alles unten reinschreiben. Darüber freue ich mich natürlich auch, wenn ihr sagt,
hey, mach doch mal bitte XY, denn dann weiß ich auch, okay, manche von euch werden sich auf dieses Video freuen, wenn ich das mache. Und hey, wenn ihr eine gute Idee habt, warum sollte ich die nicht übernehmen? Aber keine Bange, wenn ihr keine Idee habt, was ihr irgendwie sehen wollen würdet. Ich habe auch selbst eine Liste, was ich machen möchte mit euch. Also es wird auch genug kommen. Ja, ansonsten wünsche ich euch gleich noch ganz viel Spaß mit dem Video. Und ich hoffe, ein, zwei Leute werden sich auch dran trauen, sich selbst einen Honor Watt zu bauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Um den Watt herzustellen, müsst ihr erst einmal das Blueprint ausdrucken. Das Ganze sollte so aussehen. Wenn ihr das druckt, müsst ihr sicherstellen, dass ihr bei den Eigenschaften das Häkchen bei Skalierung herausnehmt, da das sonst auf dem DIN A4-Blatt skaliert wird und kleiner als die Angaben vorne sind. Und dann passt eure Kugel eventuell nicht mehr. Wenn ihr das Ganze ausgedruckt habt, schneidet ihr es natürlich aus. Und wenn ihr es ausgeschnitten habt, schneidet ihr das Ganze nochmal aus Moosgummi aus. Ich habe hier für die Blätter das dünnere Moosgummi genommen und für das Gerüst das dickere, da das Gerüst ja auch halten soll. Wenn ihr das Ganze aus Moosgummi habt, schneidet ihr das Ganze nochmal aus Wobbler aus, wobei ihr hier drauf aufpassen müsst. Wenn ihr das aus Wobbler ausschneidet, nehmen wir mal so ein Blatt. Das muss jetzt nicht perfekt aussehen natürlich. Und ihr müsst etwas Abstand zum Rand haben. Bedeutet, dadurch, dass ihr das später aufeinander kleben werdet, muss das Blatt eingeschlossen werden. Also was ihr nämlich auch macht, ist das Moosgummi drauflegen, irgendwie draußen rummalen, ausschneiden, das Blatt umdrehen tatsächlich. Und das Ganze nochmal machen. Das Ganze nennt sich die Sandwich-Methode, damit ihr dann das Moosgummi in dem Warbler im Prinzip als Sandwich einschließen könnt. Und wenn ihr das dann alles habt, dann könnt ihr das Ganze dann anfangen zu füllen. Was ich fast vergessen hatte zu sagen noch, ihr solltet genau diese Strebe noch ein zweites Mal machen. Dadurch, dass die Kugel von dem fertigen Wort, diese hier, sehr schwer wird mit den LEDs, braucht ihr hier hinten nochmal eine Stabilisierung. Von vorne sieht man das Ganze dann nicht mehr, deswegen ist das schon in Ordnung. Also hier hinten braucht ihr eine extra Strebe, die in den Blueprints leider nicht dabei ist. Um das Gerüst herzustellen, braucht ihr jetzt das Moosgummi und natürlich das Wobbler und einen Heißluftföhn. Das Ganze föhnt ihr folgendermaßen. An dem Wobbler gibt es, wenn ihr es bei euch habt und in der Hand habt, merkt ihr, dass es eine raue Seite gibt und eine glatte Seite. Die glatte Seite ist die klebende Seite, bedeutet, wir föhnen das jetzt so. Die klebende Seite nach oben kommt, dann kommt da das Moosgummi drauf und dann kommt die andere klebende Seite oben drauf. Und so wird das dann auch festgeführt. Bei dem würde ich euch noch raten, dass ihr euch, wie ich, noch so eine Platte holt oder irgendwo vielleicht eine rumstehen habt und das Ganze nicht auf eurem Tisch oder auf eurem Boden füllt, dadurch, dass durch die Hitze des Heißluftföhns sonst das Laminat kaputt gehen kann oder euer Tisch kaputt geht und gleichzeitig es auch passieren kann, dass wenn ihr das Wobbler falsch föhnt oder zu lange föhnt, tatsächlich das Ganze sehr, sehr schwer abmachbar ist. Wenn ihr das Ganze auf einer Extraplatte habt, dann ist das nicht so schlimm, dann geht zwar vielleicht das Wobbler kaputt, aber wenigstens nicht euer Boden. Deswegen föhne ich auch immer gerne einmal zuerst ein bisschen die raue Seite und dann
glatte Seite nach oben, sodass das nirgendwo wirklich festkleben kann. Und zwischendrin einfach mal ein bisschen auch von der Platte kurz abziehen, damit ihr das nicht festfühlt. Das Ganze könnt ihr dann mit einem Stift oder mit euren Fingernägeln, tatsächlich funktioniert das auch, ich habe auch hier gerade sehr kurze Fingernägel, einfach runterdrücken an der Stelle. Vorsicht, das Ganze ist sehr heiß. Ich habe mich schon dran gewöhnt, tatsächlich. Für meine Finger ist das mittlerweile okay, aber für manche ist es vielleicht etwas zu heiß. Das Ganze muss aber gut runtergedrückt werden, damit sich das später nicht wieder öffnet, wenn es sich wieder auf Raumtemperatur abkühlt. Und ganz dringend darauf achten, dass hier nicht schon Blasen entstehen auf euren Stücken. Denn die bekommt man zwar wieder raus mit einer Stecknadel, aber das ist doch eher etwas nervig. So. Dann könnt ihr einfach die überstehenden Wobblerreste abschneiden. Na, hier wird's nicht so. Ja, wie man hier schon sieht, bilden sich immer minimale Blasen. Die müsst ihr einfach rausdrücken. Gerade an den Rand drücken, dann sind die auch wieder weg. Da ich hier wieder Blasen habe, aber das Wobbler schon einigermaßen abgekühlt ist, werde ich das Ganze jetzt noch mal kurz erhitzen. Ihr könnt theoretisch euer Wobbler so oft erhitzen, wie ihr noch keine Acrylfarbe drauf habt. Das Ganze werden wir später eh noch mal machen müssen, weil wir die ganzen noch mal formen. Aber je öfter ihr das erhitzt, desto eher führt ihr auch wieder Luft hinein, desto eher kriegt ihr wieder Blasen. Das heißt, ihr solltet es schon versuchen, so wenig wie möglich zu erhitzen. Und wenn ihr das Ganze abkühlt, einfach auf einem flachen Tisch erst einmal, damit das Ganze erstmal auch glatt bleibt tatsächlich. Das Ganze lasse ich jetzt auf dem Tisch, auf meinem normalen Tisch, abkühlen, bis es wieder fest ist.
Dann macht ihr das Ganze mit allen Stücken, die ihr habt, bis ihr das Gerüst fertig ausgebaut habt. So, um jetzt auch noch die LED in die Kugel zu bringen, also hier kommt ja die Kugel drauf und da möchten wir die LED drin haben, müssen wir in das Moosgummi von der Kugel ein Loch machen. Dementsprechend legen wir uns erst einmal die LED ungefähr mittig drauf und zeichnen die, damit wir das ausschneiden können. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das so seht, aber so passt das ja ungefähr. Wenn wir das jetzt ausschneiden, dann lieber etwas größer als zu klein. Dadurch, dass noch das Warbler drankommt, wird das eh wieder ein bisschen enger. So sollte auch das dann noch reinpassen. Passt eigentlich ziemlich gut. Also jetzt sitzt es noch sehr locker, aber wenn dann das Warbler dran kommt, dann sitzt das relativ fest. So, dafür auch wieder die raue Seite als erstes erhitzen, umdrehen und dann die glatte Seite erhitzen. Haben wir jetzt nicht von beiden Seiten, dadurch, dass man die Kugel von innen ja nicht sieht und ihr somit etwas Warbler sparen könnt, weil Warbler ist jetzt nicht gerade das billigste. Und so könnt ihr einfach den Ring drauflegen und das Warbler umknicken. Vielleicht gerade am Rand auch nochmal die Falten etwas platt drücken, da man ein bisschen vom Rand sehen wird. So, und bei der Kugel könnt ihr einfach durchdrücken und das Ganze nach innen klappen. Einfach bis zum Rand einreißen, in verschiedenen Stücken und die Stücke dann innen ein umklappen. Aber achtet drauf, dass sie nicht zu weit am Rand sind. Also ich habe es jetzt hier nochmal umgeklappt, damit das am Rand nicht sichtbar ist. So, hier ganz wichtig, wenn ihr jetzt die LED da reinmacht, die Seite, wo das Licht rauskommt, ist die hässliche Seite sozusagen. Und zwar die schöne, die man ja sieht, ist die Rückseite. Dadurch, dass die Kugel hier dann noch drauf kommt. Das nicht verwechseln. Das habe ich das erste Mal leider auch verwechselt. Musste das Ganze dann nochmal neu machen. Aber wie man sieht, hält das dann auch ganz gut. So. Und hier bei der LED vielleicht noch aufpassen, dass ihr den Ring nach vorne setzt und nicht zu weit hinten. Dadurch, dass man die LEDs, jetzt ist es natürlich noch nicht getrocknet, dementsprechend würde ich das jetzt verbiegen. Dadurch, dass ihr die LEDs, oh, ich krieg's gerade nicht auf, aber ihr kriegt die LEDs hier hinten halt auf. Ihr müsst das nur drehen. Ich habe gerade vom Föhn und weil es so warm ist, etwas schwitzige Hände. Deswegen kriege ich es gerade nicht hin. Aber da hinten tut ihr tatsächlich die Batterien auswechseln. Ja, und ansonsten
könnt ihr das dann, wenn ihr alles fertig habt, also auch die ganzen Wafflerstücke, einfach auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Und dann macht ihr tatsächlich, wenn alles abgekühlt ist, gleich weiter, das Ganze zu formen. Okay, um das Gerüst jetzt zu bauen, fangt ihr einmal mit dem Stück hier an. Also im Prinzip werden wir das alles jetzt nochmal erhitzen und in die Form bringen, in die wir das haben möchten. Und wir fangen von unten an, machen zuerst das hier. Dann nehmen wir den Twist und so weiter, aber das seht ihr auch gleich. Ganz wichtig, wenn ihr die Sachen nochmal erhitzt, müsst ihr die von beiden Seiten föhnen. Dadurch, dass ja jetzt Moosgummi dazwischen ist, kommt ihr sonst nicht mit der Hitze durch. So, den Boden formen wir in eine U-Form. Und drücken das Ganze auch nochmal ein bisschen an der Platte fest, da wir auf jeden Fall wollen, dass das Ganze am Ende gut steht und keine Hubbel drin sind und dadurch unsere Lampe umfällt. Also ruhig an eurer Platte ein bisschen festdrücken, da das sonst beim Abkühlen sehr gerne nach oben geht, das Warbler. So, und dann müsst ihr bei jedem Stück dann warten, bis das sich wieder abgekühlt hat. Als nächstes kommt der Twist. Der muss auch gleich mal erhitzt werden. Und dann im Prinzip nur einmal um seine Achse gedreht und hier dran gebracht werden. Da müsst ihr wahrscheinlich, wenn ihr das Ganze dann abkühlen lasst, in der Hand halten oder irgendwas drunter legen, was das Ganze oben hält, da das Warbler nämlich sonst nach unten weggeht. Also da müsst ihr ein bisschen Zeit mitbringen und Geduld, bis das Ganze abgekühlt ist. Das dauert nämlich etwas. Warbler gut hält, tut ihr das Warbler, an dem ihr das ranmachen wollt, nochmal erhitzen. Das möchtest du bitte gedreht bleiben, damit das auch gut aneinander klebt. Aussehen von vorne. Das Ganze muss ich jetzt natürlich festhalten, bis es getrocknet ist. Ganz, aber schon.
schon fast. Dementsprechend würde ich gerade schon das nächste Stück anfangen, oder? Möchtest du bitte oben bleiben? Yesterday. Ich leg mal das einfach dazwischen. Euch ist, dann lasst es gerade ein paar Sekunden abkühlen. Also ihr müsst euch nicht unbedingt die Finger verbrennen. Ihr könnt einfach Sachen kurz runterstellen, die ungefähr die Höhe haben und das abkühlen lassen, solange ihr darauf aufpasst, dass sich das hier an dem, was auch immer ihr dran lehnt, nicht festmacht, also festklebt. Denn es dann wieder abzubekommen, ist manchmal etwas nervenaufreibend. Und da das hier nur gerade dran gelehnt ist, man sieht, kann ich das einfach da dran machen, das wird nicht festkleben. So, sollte das bis jetzt ungefähr aussehen. Ich hoffe, das ist jetzt abgekühlt genug. Wenn das etwas anders bei euch aussieht, ist das kein Problem. Ihr macht das ungefähr so, wie es euch gefällt, wie es ungefähr hinhaut. Also ich meine, wenn man jetzt das und zu dem ersten Wort das vergleicht, dann ist das auch nicht 1:1 gleich tatsächlich. So. Also teilweise ist das jetzt etwas höher als hier, aber das ist auch nicht schlimm. Hauptsache es gefällt euch am Ende und es passt irgendwie. Also ihr müsst jetzt keinen Zentimeter Abstand zum Boden abmessen oder irgendwas. Das sollte euch hauptsächlich gefallen. Wie so ein U rein. Da auch wieder die Höhe einfach so, wie ihr findet, dass es passt, dass es gut aussieht. Und der Abstand, nur das unten solltet ihr ein bisschen nach oben machen. Da solltet ihr darauf achten, dass das hier nach oben zeigt, das Stück, damit da dann die Blätter dran kommen können, damit das von vorne nicht so sichtbar ist. So sieht das dann von vorne aus. So, und als letztes, das ist tatsächlich, wie gesagt, nicht im Blueprint vorhanden. Ich habe einfach das Stück, was wir hier zur Seite haben, das hier, habe ich einfach noch ein zweites Mal gemacht. Das kommt dann hier hinten einfach als Stabilisator nochmal dran. Das muss da tatsächlich deshalb dran, da nämlich die LED für die Kugeln so schwer ist, dass das Ganze das sonst nach unten ziehen würde. Also man merkt ja auch jetzt, das ist schon relativ wackelig. Und wenn wir hinten jetzt nochmal
die eine Strebe noch dran haben, dann wird das Ganze auch fester. So, und somit sollte dann das Gerüst auch fertig sein. Es gibt eine Sache, die wir gleich noch verbessern werden, und das ist nochmal der Fuß. Dann müsst ihr einfach immer schauen, wenn ihr fertig seid, das erkläre ich auch gleich nochmal, dass das auch wirklich steht. Aber bevor wir das machen, machen wir natürlich erst einmal die Kugel. Dafür brauchen wir wieder das Stück hier. Und unsere Kugel. Das Ganze machen wir ohne die LEDs, nicht, dass wir da irgendwas kaputt machen. Und zwar erhitzen wir das hier Ganze nochmal und dann drücken wir mit aller Kraft die Kugel hier gleich drauf, damit die wirklich fest ist. Wenn ihr das nicht hinbekommt, dass es fest genug wird, dann könnt ihr das Ganze nochmal mit Heißkleber nochmal festmachen. Gerade vielleicht an der Kugel und dann einfach drauf und trocknen lassen. Aber es sollte eigentlich auch so funktionieren mit dem Borbler. Deswegen haben wir den umgeknickt so und nicht abgeschnitten. Dadurch, dass wir hier dann jetzt nochmal ein Stückchen Borbler dran haben und das auch reinstecken können, solange es fest ist. So, schauen, dass es überall ungefähr passt. Autsch. Und dann natürlich das versuchen, nicht festzukleben und passt. Am Tisch oder wo auch immer ihr das macht. Und dann könnt ihr die Kugel einfach festdrücken. Und immer wieder ein bisschen abziehen. Bis es möchte. Vielleicht auch gerade noch mal von der Seite festdrücken. Kurz noch mal, weshalb ich die LED rausgenommen habe. Tatsächlich, ihr solltet aufpassen, wenn ihr mit dem Heißluftföhn an das Borbler geht, dann wird das sehr, sehr warm. Also ihr solltet auch nie die Finger unter dem Heißluftföhn haben oder an der Spitze vom Heißluftföhn, solange es, auch wenn es aus ist. Da das wirklich, also meiner geht, glaube ich, bis zu 550 Grad. Also es wird sehr heiß und deshalb solltet ihr auch darauf achten, dass ihr alle Sachen, die irgendwie heiß werden können, aber nicht sollten, wie auch eure Scheren, die ihr ja auch benutzt, einfach etwas weiter weglegen. Also ich hatte schon tatsächlich den Fall, dass ich sehr gerne tatsächlich mit der Nagelschere das geschnitten habe, weil die einfach etwas feiner ist. Und dann hatte ich die in der Nähe vom Heißluftföhn liegen, hab natürlich die Nagelschere angefasst danach und mir erstmal gut die Hand verbrannt daran. Also da bitte aufpassen, dass euch nicht das gleiche passiert wie mir. So, sollte das jetzt eigentlich fest sein. Und wenn das auch dann wieder abgekühlt ist, könnt ihr die LEDs wieder reinmachen. So, bevor ihr jetzt denkt, ihr seid fertig, müsst ihr erst einmal, dadurch, dass wir die Kugel so wie hier rausnehmbar machen wollen, Moment, ich zeige euch das. Also die Kugel ist rausnehmbar. Könnt ihr nämlich die Batterien wechseln und könnt die Kugel auch wieder reinmachen und alles ist gut. Natürlich ordentlich reinmachen, wäre vielleicht von Vorteil. Müsst ihr, ups, das ist jetzt irgendwie nicht richtig drin. So. Müsst ihr erstmal testen, ob das hier überhaupt reinpasst
Und ich habe gerade schon probiert und gesehen, okay, das hier ist zu eng. Das heißt, wir föhnen das Ganze nochmal, machen das einfach ein Stück weiter weg und dann passt die Kugel auch rein. Und danach kümmern wir uns nochmal um den Halt, dass das nicht so wackelt. So, da könnt ihr einfach auch eine Weile die Kugel reinlegen, damit ihr seht, wo die ungefähr sitzen wird und wo, wie weit das hier tatsächlich abstehen muss. Und so könnt ihr das auch wieder abkühlen lassen. Ihr müsst nur aufpassen, dass jetzt die Kugel nicht am warmen Wobbler festklebt. Das heißt, da ein bisschen, da fängt es schon an zu kleben, wenn man nicht drauf achtet. Ein bisschen aufpassen. Einfach mal kurz abmachen, wieder dran machen und so abkühlen lassen. Und wenn das fertig ist, dann müssen wir uns nochmal um den Stand unten kümmern. Dadurch, dass wir alles nochmal erhitzt haben, gedreht haben, Sachen dran geklebt haben, hat sich natürlich auch der Ständer nochmal ein bisschen erhitzt. Und wie wir sehen, würde der jetzt ein bisschen wackeln. Ich habe das bei meiner Version gelassen, weil ich mein Board einfach nur im Wohnzimmer auf dem Podest stehen habe und da eigentlich nichts drankommt, deswegen fällt es auch eigentlich nicht um. Wenn es euch nicht stört und ihr es einfach nur irgendwo stehen habt, wo eh niemand drankommt, dann könnt ihr das auch lassen. Aber wenn ihr das irgendwie neben dem PC stehen haben wollt, auf eurem Nachttisch oder wo auch immer, wo ihr vielleicht mal drankommt, solltet ihr euch eher darum kümmern, dass es unten schon gerade ist und nicht wackelt. Dementsprechend nehme ich jetzt gerade nochmal kurz die Kugel raus. Ja, und werde das nochmal unten erhitzen und nochmal gerade werden lassen und dann abkühlen lassen und dann passt das hoffentlich. Das Ganze lasse ich jetzt nochmal abkühlen, schaue mir das dann nochmal an. Weil es nicht funktioniert, hatte ich eine Maus, mache ich das Ganze nochmal. Die Leute, für die es einfach gar nicht funktioniert, die können natürlich ihre Lampe nehmen, das Ganze nochmal auf ein Stück Papier legen, unten umranden, aber hier bei dem O vielleicht gerade abschließen. Das Ganze macht ihr dann nochmal aus Moosgummi oder aus Wobbler oder wo auch immer ihr das drauf haben möchtet und klebt einfach die Lampe auf einen kleinen Ständer unten. Dann habt ihr das auch auf jeden Fall fest und dann wackelt es nicht. Ich möchte das so haben, deswegen muss ich mich darum kümmern, dass der Ständer unten auch gerade ist. Wenn das Ganze dann abgekühlt ist, dann sollte es ungefähr so stehen. Ihr merkt, ich muss schon so machen, damit das wackelt. Also es sollte jetzt festsitzen. Als letztes haben wir dann noch die Blätter, die reingemacht werden müssen. Da kommen drei hier vorne dran, eins kommt hier unten dran und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Damit die Blätter nicht zu weit innen oder zu weit abstehen, dann würde ich euch raten, die Kugel auch wieder reinzulegen, während ihr das Ganze macht, damit ihr das ungefähr an der Kugel abstimmen könnt. Ja.
so werden dann Blätter dran sein. Das Ganze müsst ihr dann wieder festhalten oder irgendwas drunter legen, bis das Ganze abgekühlt ist, und dann könnt ihr das letzte Blatt tatsächlich dran machen. So, und während ihr drauf aufpasst, dass die Blätter nicht runtergehen, während das Ganze abkühlt, wäre das dann das fertige Gerüst. Ich zeige es euch gleich nochmal, wenn alles abgekühlt ist, und dann mache ich auch nochmal die LEDs rein. Und danach können wir eigentlich dann gleich mit dem Anmalen anfangen. So sieht der Wort bis jetzt aus. Am Ende wird er noch angemalt und so aussehen. Aber hier ist erst einmal die Rohform. Und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Er wackelt gar nicht. Nicht so wie mein erster Prototyp. Aber das wird meiner sein. Das hier wird dann eurer sein. Wer auch immer den dann gewinnt. Und an sehen die dann so aus. Ich habe jetzt, es funktioniert halt die gleiche Fernbedienung natürlich für beide. Aber so habt ihr ungefähr schon mal eine Vorstellung, wie das Ganze aussehen wird. Wenn dann alles abgekühlt ist, dann könnt ihr euren Wort anmalen. Die meisten Sachen werden Gold, eigentlich alles bis auf die Blätter. Dementsprechend würde ich euch auch raten, mit Gold anzufangen. Einfach weil das die hellere Farbe ist und es ist einfacher, wenn ihr gerade an die Ränder kommt, mit dem Blau über das Gold zu bemalen, aber nicht andersrum. Und mit dem Blau müsst ihr euch dann ganz viel Mühe geben, dass ihr nicht auf das Gold kommt, weil Blau mit Gold zu übermalen, dann braucht man ein paar Schichten Weiß dazwischen und das ist nur ärgerlich. Dementsprechend fangen wir jetzt mit dem Gold an und brauchen dafür halt natürlich auch einen größeren Pinsel. Und ihr braucht ganz viel Gold. Also das wird jetzt ziemlich, ziemlich viel. Wenn ihr das anfangt anzumalen, würde ich euch auch raten, nicht wirklich mit der Gold zu sparen, da ihr sonst Pinselstrieben, je nach Pinsel, reinbekommt. Und das soll ja auch gut deckend sein. Dementsprechend benutzt ordentlich genug Farbe, bitte, dass das dann so ungefähr am Ende aussehen wird. Wenn einmal anmalen nicht genug ist, weil man noch zu viel Warblatt durchsieht oder ihr zu sehr Pinselstriche habt, dann könnt ihr das Ganze natürlich, sobald es getrocknet ist, noch ein zweites Mal anmalen. Ich hoffe, dass bei mir das mit einmal es getan haben wird, aber das werde ich dann nochmal begutachten. Mich würde tatsächlich auch sehr dolle interessieren, für die Leute, die dann das erste Mal mit Warbler arbeiten und sich wirklich an den Wort trauen, wie ihr das Ganze dann fandet und ob es euch Spaß gemacht hat. Ich muss sagen, mir macht es seit der ersten Sekunde, an der ich mit Warbler arbeite, echt super viel Spaß. Ich hatte natürlich am Anfang immer meine Probleme. Ich habe es auch schon geschafft, meinen Warbler an den Boden festzukleben. Ich habe es geschafft, schon den Boden kaputt zu machen. Dementsprechend habe ich mir am Anfang nicht ein Brett extra geholt dafür. Ich hatte niemanden, der mir sagt, dass ich das eventuell nicht auf den Boden machen sollte. Brandflecken habe ich auch schon gebracht. Also passt bitte auf und macht das Ganze einfach auf irgendeiner extra Platte, die ihr nicht mehr braucht. Oder besorgt euch eine beim Bauhaus. Denn ansonsten
werden eure Eltern oder ihr selbst, je nachdem wo ihr wohnt, euch das nicht so schnell verzeihen. Denn irgendwann wird man es doch sehen im Boden. Und ganz wichtig, nicht direkt in Panik verfallen, wenn ihr aus Versehen Wobbler irgendwo festklebt und es nicht wirklich abbekommt. Es gibt einmal zwei Arten, wie ihr das wieder wegkriegt. Entweder ihr lasst das trocknen, manchmal lässt sich das dann ganz gut wegkratzen, oder ihr tut das halt natürlich so vom Boden wegmachen, indem ihr das nochmal erhitzt, damit es dann einfach wieder ein bisschen biegbarer ist. Müsst ihr testen, je nachdem, was es für ein Fall ist. Geht beides tatsächlich. Aber wenn ihr in Panik verfallt und es ist schon ein extra Stück, was schon fertig ist, dann will man das ja ungern kaputt machen. Dementsprechend, wenn ihr mit ganz viel Geduld rangeht, dann funktioniert das auch. Okay, also wir haben jetzt die erste Schicht Gold tatsächlich drauf. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass wir noch eine Schicht drauf machen. Man sieht es vielleicht ganz gut vom Namen. Hier und da sind doch ein, zwei Schlieren. Und das wollen wir einfach überdecken. Gerade bei Tageslicht sieht man das am besten. Ich würde euch deswegen auch raten, dass wenn ihr das Ganze nachts anmalt, am nächsten Tag trotzdem euch nochmal anschaut, weil man manche Dinge doch bei Tageslicht viel besser sieht, als wenn ihr einfach nur eine Lampe in eurem Zimmer anhabt. Deswegen kommt jetzt nochmal ein bisschen Gold drauf. Und was ich fast vergessen hätte, hier wird ja auch noch Gold angemalt. So. Hier vorne dann auch noch mal ein bisschen. Und natürlich hinten.
Ihr müsst doch nicht überall drüber gehen. Gerade vielleicht auf jeden Fall die Stellen, bei denen ihr etwas unzufrieden seid und wo ihr wollt, dass das Gold einfach noch etwas mehr hervorkommt. So, sollte dann das Gold okay sein? Wenn nicht, dann können wir das hier machen. Gerade nochmal schauen, ob ich das eben rausbekomme. Also, ich würde euch immer raten, tatsächlich die LEDs, wenn ihr sie nicht ganz fest gemacht habt, rauszunehmen und dann am Ende wieder reinzudrücken, damit ihr die nicht auch anmalt, wobei das eigentlich nicht schlimm wäre, da man das ja eh nicht sieht, weil es so gerade ziemlich gut verdeckt ist von der Lampe und deswegen sollte das in Ordnung sein. Ich nehme die trotzdem mal lieber raus. So, wenn ihr die Kugel anmalt, vielleicht gerade aufpassen, was mir immer sehr schnell passiert, ist, dass ich Farbe an den Fingern kriege. Und wenn ihr die vorne anfasst, solltet ihr aufpassen, dass ihr an den Fingern keine Gold habt, weil sonst habt ihr eine goldene Lampe vorne, beziehungsweise goldene Flecken. Und das wollt ihr nicht. Und deswegen würde ich euch auch raten, dass wenn ihr das Ganze vorne anmalt, auch einen kleineren Pinsel zu nehmen. Und das kurz umdreht und einfach anmalt. Dadurch, dass ihr damit viel ordentlicher malen könnt und nicht aus Versehen die Kugel trefft. Also wenn es passiert, dann passiert es, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber wenn ihr es vermeiden könnt, solltet ihr es vermeiden. Hi, das habe ich zum Beispiel getroffen. Was ihr natürlich machen könnt, ist das einfach ganz schnell mit einem Tuch wegmachen. Thank you.
dann lasse ich das Ganze nochmal trocknen. Und wenn es getrocknet ist, geht es als letztes an die Blätter. Und dann sollten wir eigentlich auch schon fertig sein. So sollte dann ungefähr euer fertiger Ward aussehen. Wenn ihr das in einer anderen Farbe machen wollt, ist das natürlich auch in Ordnung. Und ich hoffe, er gefällt euch. Und bis zum nächsten Mal.